Da sitze ich da neulich abends im Milowitsch-Theater. Lohm mir so richtig Urkölsch Heimatstück an. Neffen mir saß einer aus Sachsen. Der hat sich amüsiert. Das Stück war am Eng. Ich sage, na Jung, wie gefällt das an uns kölschen Sprach? Seht ihr Silber, schade, dass wir Sachsen gehen Dialekt haben. Am anderen Morgen im Zug nach Bonn meint einer, können Sie mir vielleicht einmal den Unterschied erklären zwischen Forschung, Religion und Politik? Sag, liebe Junge, das ist doch so einfach. Passen Sie auf. Wenn zwei Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal ohne Licht in schwarze Katze hüken, das ist Forschung. Sag, wenn zwei Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal ohne Licht in schwarze Katze hüken, die ja nicht da ist, das ist Religion. Das ist was Politik. Ja, Politik ist, wenn zwei Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal ohne Licht in schwarze Katze, die ja nicht da ist, und einer brüllt, ich Hanse. Ich an der Kantine Ruskin und der Besucher vom Bundeshaus ganz opulös an und seht, unerhört diese Verschwendung durch die Beamten hier in Bonn. Oder haben Sie vielleicht eine plausible Erklärung dafür, warum die Beamten immer dreilagiges Toilettenpapier benutzen? Ich sage, das sind die so gewöhnt. Die meinen immer, sie müssten von jedem Scheißdreck zwei Durchschläge machen. Apropos Beamte, haben Sie schon gehört, seit kurzem gibt es spezielle Kondome für Beamte? Kennen Sie nicht? Das sind Kondome mit Bewegungsmelder. Ob der Kulturschock kenne ich mich Stammkneiberin, rät's an der Theek Stunden neue. Ob einmal fing der an, wetten wir um ein Kölsch, dass ich mir ins linke Auge beißen kann? Ich denk, das hier nicht, ich sage, top, die Wette gilt. Da holt der sein Glasauge raus und beißt drauf. Ich hatte verloren. Der hat das Kölschrallye, fing der schon wieder an. Wetten wir noch um ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann? Ich denk, jetzt hast du. Zwei Glasaure, das ist unmöglich. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt er sein Gebisse raus. Ich anschließe die Menge Wacherin. Um Heimweg fährt doch für mir einer der kleinsten Viehtransporter der Welt, ein Streifenwagen. Ja, kennt ihr nicht, vorne zwei Bullen, hinten die arme Sau, die mit muss. In dem Moment schnuppert ihr und seht, haben Sie Restalkohol? Ich sage, keine Bettelei, da ist ein Bütchen, kauft er selbst jetzt.